Ich sehe wirklich nicht ein, warum das Kind am Samstag in die Schule müssen. Unter der Woche haben sie nur 2 Stunden Schule pro Tag und ausgerechnet am Samstag 4 Stunden. Es ist, wie wenn sie es extra machen würden. Für mich als Lehrer wäre es natürlich toll, wenn wir am Samstag frei hätten. Aber für die Kinder sieht das ein bisschen anders aus. Ich glaube, für sie wäre es eine Verschlechterung der Arbeitsbedingungen. Ich würde es lässig finden, wenn man am Samstag frei hat. Dann können wir Freitagabend festen und etwas treiben am Samstag. Wer dazu mal Arbeit hatte, arbeitete von morgens früh bis abends spät. 6 Tage in der Woche. Damals lag es auf der Hand, dass auch die Schule 6 von 7 Tagen wirkte. In den 40er Jahren führten die ersten schweizerischen Industriebetriebe die 5-Tage-Woche ein. Lange blieb es bei wenigen Fabriken, die samstags nie rauchten. Die Schule hatte keinen Grund, sich nach der Minderheit zu richten. Man blieb bei 6 Tagen. Anfang 60 begannen immer mehr Betriebe, die 5-Tage-Woche einzuführen. Oft allerdings unter größter Bedenken der Geschäftsherren. Doch die Konjunktur ließ sich nicht beirren durch 5-Tage-Wochen. Konstant auf 6 Tage verteilt, aber blieb die Leistung der Schüler. Innerhalb weniger Jahre hatte sich die 5-Tage-Woche fast in jeder Branche eingenistet. Was Großväter sich kaum erträumten, ist für Väter selbstverständlich geworden. Doch Söhne und Töchter arbeiten auch dann, wenn Eltern am 6. Tage ruhen. Wo man in der Industrie zur 5-Tage-Woche übergegangen ist, hat man zugleich einen Stundenabbau vollzogen. Man hat technisiert, rationalisiert und konzentriert. Und wenn man das in der Schule machen würde, würde man völlig fehlgehen. Wir sind darauf angewiesen, wir haben die Verpflichtung, einem Kind seinen Lebensrhythmus zu beachten. Es ist ein Lebenswesen, wir müssen auf sein Wachstum Rücksicht nehmen. Wir können nicht, wie wir uns weise machen wollen, mehr konzentrieren und in kürzerer Zeit das Gleichbieten. Und doch ließe sich durch rein organisatorische Massnahmen, wenigstens theoretisch, ein schulfreier Samstag einführen. Dr. Rudi Anderes, Schul- und Kinderarzt, geht von der Beobachtung aus, dass die Konzentrationsfähigkeit der Schüler nach 40 Minuten stark nachlässt. Traditionell basiert Schulplangestaltung, Schulprogrammgestaltung immer auf der alten Tradition von der Schulstunde, wo 50 Minuten Unterricht und 10 Minuten Pause abgelöst werden. Wenn man jetzt den Stoff von 6 Tagen, 5 Tagen unterbringen will, müsste man wahrscheinlich den Mut haben, von diesen alten Begriffen abzukommen und müsste auf Lektionen umstellen, wobei ich an 40 Minuten denke. Ich glaube, man könnte auf diese Art und Weise auch den bekannten Leistungsabfall, der nachgewiesen ist, am Ende einer Schulstunde auffangen. Und es wäre sicher so, dass der Zeitverlust, der effektive Zeitverlust, nicht so gross wäre, wie wenn man mit 50 Minuten rechnet. Nach Dr. Anderes würde die Stundeneinteilung vergleichsweise so aussehen. Bei den heute üblichen 50 Minuten können pro Schultag 6 Lektionen abgehalten werden. Dazwischen gibt es Pausen von total 45 Minuten. Beginn des Unterrichts 8 Uhr, Ende 15.55 Uhr. Bei der Variante Anderes beginnt die Schule ebenfalls um 8 Uhr. Feierabend ist 16.20 Uhr, also 25 Minuten später als bisher. Dazwischen aber können ganze 2 Lektionen mehr pro Tag untergebracht werden. Die Pausenzeit erhöht sich um 10 Minuten. Pro Tag 2 Lektionen mehr ist pro 5-Tage-Woche 10 Stunden. Selbst bei freien Mittwochnachmittag blieben noch 7. Mehr als genug, um den freien Samstag zu kompensieren. Nach Adam Riese stimmt's. Und in der Praxis?
Die Rechnung ist schon bestechend einfach. Aber als Schulmann sehe ich doch eine gewisse Problematik dahinter. Es ist allgemein bekannt, dass die Konzentrationsfähigkeit der Schüler in zunehmendem Mass abnimmt. Und wenn ich an meine Klasse denke, die ich jetzt gerade habe, bestätigt sich der Eindruck. Wenn wir jetzt Lektionszeit verkürzen und die Lektionszahl pro Tag noch aufsetzen, wenn es also ein hektisches Getriebe gibt und der Schüler von einer Lektion in die andere muss hetzen, dann wird seine Überforderung, also seine Aufnahmefähigkeit, noch grösser. Ein schulfreier Samstag, so denkt der Laie, ließe sich auch erreichen, indem die Samstagslektionen auf einen bisher schulfreien Nachmittag verlegt würden. Doch auch hier gibt's Einwände. Ich finde, der freie Nachmittag ist unbedingt wichtig für den Schüler und für den Lehrer. Und zwar in der Mitte der Woche, eine Zäsur ist wichtig für beide. Ich bin für 5-Tage-Woche, aber nicht auf Kosten eines freien Nachmittags. Hier stehen wir. Schulfreier Samstag, nur unter der Bedingung, dass unsere Schulgesetze von Grund auf der neuen Situation angepasst werden. Kompromisse bewähren sich kaum. Die Schulgemeinde Eck im Zürcher Oberland hat es versucht. Im Frühjahr 1971 wurde hier probeweise die 5-Tage-Schulwoche gestartet. Im Frühjahr 1972 gab man auf. Die Voraussetzungen, die wir in der Schulgemeinde Eck hatten, sind für die 5-Tage-Woche denkbar ungünstig gewesen. Der Erziehungsrat hat uns die Auflage gegeben, dass wir einfach die Stunden vom Samstag müssen verteilen auf Tage Montag bis Freitag. Dass wir nichts dürfen ändern an der Pflichtstundenzahl vom Schüler und vom Lehrer. Wir haben dann die 5-Tage-Woche trotzdem probiert. Der Stundenplan hat etwa so ausgesehen, dass ein Oberstufenschüler vom Morgen um 8 Uhr bis um 12 Uhr und zum Mittag vom 13:30 bis etwa am Viertel ab 5 Uhr in der Schule war. Nachher hat er vielleicht noch Unterricht gehabt und ist dann sehr spät heimgekommen. Wir haben dann gleich gesehen, dass es für uns und auch für die Schüler eine sehr starke Belastung war, die 5-Tage-Woche. Wir sind am Freitagabend, Schüler und wir, auch einfach fertig gewesen. Und wir haben dann gesagt, es müsse etwas gehen. Die 5-Tage-Woche wäre an und für sich schön. Und wir haben dann einen Vorstoss unternommen, und zwar in folgendem Sinn. Wir haben gesagt, wir sollten können die Lektionen von 50 auf 40 Minuten verkürzen, dass wir am Morgen 5 Lektionen reinbringen. Und dass wir als Kompensation eigentlich 2 kontrollierte Aufgabenstunden hätten. Der Erziehungsrat hat dann den Vorstoss, den wir hier unternommen haben, nicht billiget. Er hat ihn abgelehnt, hat uns aber gesagt, wir können die 5-Tage-Woche weiterführen, so wie wir das schon gemacht haben. Er hat uns eigentlich etwas bewilligt, wo wir gezeigt haben, dass es nicht geht. Das haben wir schade gefunden. Der Erziehungsrat hat dann aber uns immerhin vertröstet mit einer Kommission. Also ich finde, dass man am Samstagmorgen zum Beispiel könnte ausschlafen, wenn man frei hat. Und dann kann man im Zimmer aufräumen und alles machen. Und dass man die Stunden könnte auf einen anderen Nachmittag verschieben, wenn man frei hat. Ja, und das ist nicht nur wegen dem Ausschlafen, sondern am Sonntag muss man sowieso in die Kirche, auch nicht den ganzen Tag. Und am Samstag hat man mehr Zeit, für mit der Familie zusammen zu sein, für Hobby und so. Ich finde das alles gut, nur finde ich, es war viel zu streng gewesen. Weil alles, das, was man am Samstag hätte durchnehmen sollen, ist alles unter der Woche reingekommen. Und das war ein bisschen zu streng gewesen. Aber es kommt jetzt genau aufs Gleiche aus. Jetzt haben wir einfach am Freitagnachmittag frei. Und es kommt aufs Gleiche aus, ob man am Nachmittag frei hat oder am Samstag am Morgen. Es ist mir absolut bewusst, dass die Schule andere und vielleicht wichtigere Probleme hat als das Einführen von einer 5-Tage-Woche. Aber ich glaube, dass gerade mit dem Problem von einer 5-Tage-Woche die Schule eine Chance hätte, das ganze System frisch zu überdenken und eventuell die Schule neu zu reformieren oder zu reorganisieren. Die Erfahrungen, die wir hier in Eck mit der Erziehungsdirektion gemacht haben, haben gezeigt, dass es nicht möglich ist, eine so eine wichtige Neuerung über die Regierung und über die Lehrerschaft herzubringen, sondern wir sind uns bewusst worden, dass es nur möglich ist, über das Volk selber die Initiativen ergreift.
Das Volk hatte den schulfreien Samstag von Eck schätzen gelernt. Nahezu 80% aller Eltern wollten hier die 5-Tage-Woche beibehalten. Allerdings nur unter bestimmten Bedingungen. Der Erziehungsrat war dagegen. Die Schüler streikten, gingen auf Barrikaden und kehrten friedlich ins Klassenzimmer zurück, auch samstags. Sehr gut zu sein. Und jetzt kommt der neue Kunstdünger, ist im Gebrauch sehr. Ich müsste daran denken, Kunstdünger ist eine Art, ist eine Angelegenheit der Industrie. Elternumfragen zum Thema schulfreier Samstag geben in der gesamten Deutschschweiz ein ähnliches Bild. Für und wider, ja und nein, halten sich die Waage. Emotionen spielen mit. Ja, man könnte bereits am Freitagabend ins Weekend fahren, man müsste nicht bis samstags 12 warten. Nein, gut ist, wenn Kinder in der Schule versorgt sind, so kann samstags in Ruhe eingekauft werden. Ja, der freie Samstag fördert das Familienleben, der Rhythmus der Kinder ist demjenigen der Eltern angepasst. Nein, freier Samstag ist zwecklos ohne Anregung zur positiven Freizeitgestaltung, ohne die nötigen Sport- und Freizeitanlagen. Ja, auch Kinder haben Recht auf 2 freie Tage. Hier gibt es gar nichts so gewesen. Nein, doch, montags kämen sie noch verwirrter zur Schule zurück. Ich habe des Glücks eine Papierblume gewonnen. In Kindergärten ist der Besuch auch am Samstagvormittag obligatorisch. Doch man gibt sich tolerant. Wer seine Kinder samstags zu Hause behält, hat nicht mit Verweis zu rechnen. Am Samstag fehlen oft ein Drittel der Kinder, je nach Wetter. Und es fehlen nicht immer die gleichen Kinder, das wechselt ab. Schulfreier Samstag. Die Lehrer sind zum großen Teil dafür, aber nicht unter den Voraussetzungen, wie sie sich heute präsentieren. Für einen Zentner. Schulfreier Samstag. Eine Entscheidung fällt nicht leicht. Zusammenhänge werden offensichtlich. Gesellschaftliche, politische Probleme stehen im Vordergrund. Schulfreier Samstag. Die Schüler sitzen samstags weiter, so wie es immer war. Seit eh und je.